liebe Besucher meines Kanals. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich aus Koblenz. Ich heiße Elisa, bin 73 Jahre alt und wer mich kennt, der weiß, dass ich jeden Freitag ein Video aussende auf meinem YouTube-Kanal. Da geht es ums Handarbeiten, also um Stricken, Häkeln, Nähen, überhaupt ums DIY. Jetzt nehme ich dieses Video schon am Donnerstagabend auf. Warum? Das werde ich euch gleich erklären. Und insofern, seht es mir nach, ich bin nicht mehr ganz so frisch wie sonst, wenn ich das Video freitags morgens aufnehme. Ich habe mir wieder wie jede Woche einen schönen Tee gekocht. Da trinke ich jetzt erstmal einen Schluck und dann sage ich euch welchen. Tee schmeckt wirklich besonders gut. Den habe ich jetzt durch Zufall habe ich den gefunden. Und zwar hatte ich euch ja den Tee gezeigt, den ich meiner Freundin mitgebracht hatte aus Bremen. Und das war ja der Schokominzprinz von der Firma Haché. Und da hatte ich mir ja ein bisschen abgefüllt für mich selbst, weil das Päckchen nicht in die Dose passte oder der Inhalt passte nicht in die Dose. Und ja, da war ich ein bisschen traurig, dass ich nur ein wenig von dem Tee hatte und habe mich dann auf die Suche im Internet gemacht nach diesem Tee, nach diesem Minzprinz oder Schokominzprinz. Und bin allerdings bei der Firma Haché nicht fündig geworden, sondern bei einer anderen Firma, die heißt Teewicht. Und dann ja, habe ich also auf die Zusammensetzung geachtet. Da waren die gleichen Inhaltsstoffe drin wie bei dem Haché-Tee. Ich nehme an, dass der Tee wohl ja, in einer Firma abgefüllt wird. Und ja, dann war es halt so, dass man ja Portokosten hatte und ab 30 Euro Bestellwert brauchte man kein Porto zahlen. Und dann habe ich mir überlegt, dass das für mich ja gar nicht schwierig ist, für 30 Euro Tee zu bestellen. Denn erstens mal trinke ich selbst gerne Tee und ich habe auch eine ganze Menge Bekannte und Verwandte, die ebenfalls Tee trinken. Und insofern, der Tee ist ja länger haltbar, habe ich verschiedene Sorten Tee bei der Firma Teewicht bestellt. Und einen der Teesorten behalte ich jetzt auch für mich und zwar aus folgendem Grund. Der hat Inhaltsstoffe, den jetzt meine Verwandten zum Beispiel nicht mögen. Also da sind nämlich Kaffeebohnen drin. Und obwohl ich kein Kaffeetrinker bin, trinke ich aber sehr, sehr gerne Tee, wo ein leichter Mokka-Geschmack drin ist. Der Tee, der heißt auch Mokkaschnitte und enthält außer den Kaffeebohnen Räubusch und Rosenblütenblätter und natürliches Aroma. Also was natürlich unter diesem Aroma zu verstehen ist, weiß man nicht. Ja, ich habe eben gerade im Fernsehen gesehen, da kam so eine Nachricht, dass also in sehr vielen Tees eben auch Inhaltsstoffe drin sind, die überhaupt nicht zu empfehlen sind. Aber ich glaube, es geht da eher um die Schwarztees. Das werde ich jetzt ein bisschen verfolgen. Das wird ja wohl in der Zeitung auch näher erläutert werden. Also hier auf diesem Tee steht jetzt sahnig-süße Mokka-Kuchennote. Also schmeckt mir wirklich sehr gut und ist eigentlich auch ein guter Ersatz für Süßigkeiten. Ganz schön war, ihr wisst ja, ich mache auf diesem in meinem Video zwar Werbung, aber die Werbung, die ist nicht beauftragt und alle Sachen, die ich euch zeige, habe ich selbst erworben.
Sie sind mir also nicht geschenkt oder nicht von einer Firma geschenkt bekommen. Also, Sie sind mir nicht von einer Firma geschenkt worden. Ja, ist manchmal schwer, gutes Deutsch. Also, sind mir nicht von irgendeiner Firma geschenkt worden. Das war ja beim letzten Mal anders. Da hatte mir ja ein Verlag ein Rezensionsbuch zugestellt. Und wenn das so ist, dann nenne ich das dazu. Ja, jetzt möchte ich mich als allererstes noch bedanken bei allen Abonnenten, dass sie meinen Kanal abonniert haben. Und ganz besonderen Dank gilt den Leuten, die meine Videos kommentieren. Bitte seht mir nach, dass ich diese Videos nicht alle beantworte, manchmal sporadisch. Wenn ich gerade Zeit habe, schreibe ich auch ein paar Zeilen, aber das ist dann wirklich nach dem Zufallsprinzip und das liegt nicht daran, dass ich den einen oder anderen Kommentator jetzt also eher mag als einen anderen, zumal ich ja die wenigsten Leute kenne, die diese Videos kommentieren. Ich danke euch für die Kommentare, denn das bringt ja unseren Kanal weiter. Ich sage unseren Kanal, weil mein Enkel ja stark daran beteiligt ist. Der hilft mir sehr bei den technischen Sachen. Allerdings übernehme ich jetzt auch schon eine ganze Menge selber. Gut, im letzten Video, da hatte ich euch schöne Stulpen gezeigt. Und zwar, ich zeige sie nochmal hier. Ich finde, sie passt nämlich eigentlich sehr schön hier zu diesem Tuch. Das erzähle ich euch gleich, welches das ist. Das hatte ich zwar schon mal in einem Video vorgestellt, aber ich sage es trotzdem noch einmal und zeige euch jetzt mal die Stulpen. Die waren aus dem Garn hier gestrickt von der Firma Mondial, eine italienische Firma, und die Wolle heißt Suave und sie hat eine Lauflänge von 240 Metern. Und was soll ich euch sagen, es ist also immer noch Wolle übrig, obwohl ich daraus auch einen Cowl, also einen Kragen gestrickt habe. Ich habe eben mal nachgewogen. Es sind tatsächlich von den 50 Gramm, die ich von der Wolle gekauft hatte. Und da sind jetzt noch 8 Gramm übrig. Das heißt, ich kann die also noch einmal verwenden. So, und gestrickt habe ich passend zu diesen Stulpen einen schönen Kragen. Und habe mir dann, den habe ich also selbst nach Gutdünken gestrickt, habe mir allerdings Notizen gemacht. Und wer sich für den Kragen nachher interessiert, der kann sich einen Screenshot machen. Also mir macht es nichts aus, wenn ihr euch den Kragen auch nachstrickt. Aber mir macht es selber besonderen Spaß, so ganz kreativ zu sein. Also ich stricke nicht unbedingt gerne nach einem Muster in einem Heft. Ich liebe es, selbst irgendwelche Kreationen herzustellen. So ähnlich wie die liebe Kirsten, die Schulfrei, die macht das ja auch sehr gerne. Deren Videos, die schaue ich mir auch manchmal an und bin immer ganz begeistert davon, wie kreativ sie ist. Und ja, so kreativ bin ich jetzt nicht wie sie, aber ich bin gerne kreativ. Und ich denke, es kommt ja nicht darauf an, wie fit man ist,
Und es kommt nicht immer nur auf die Ergebnisse an und die Anzahl der Ergebnisse, sondern dass der Weg dorthin zu einem Ergebnis einem auch besonderen Spaß macht. Und den Spaß hat es mir gemacht bei diesem Kragen, den ich euch später zeige. Ich werde den Kragen jetzt gleich umlegen und bevor ich das mache, zeige ich euch jetzt mal diesen Kaul. Und zwar ist das nach einer Anleitung von Martina Behm gestrickt. Und zwar heißt dieser Kragen, dieser Schalkragen, der heißt Wolkig. Der hat auch wirklich Spaß gemacht zu stricken. Ich hatte einen Knäuel von dieser Wolle und ich finde, dass also die zwei Sachen hier auch sehr gut zusammenpassen. Also die fingerlosen Handschuhe und auch dieser Schalkragen hier von nach dem Design gestrickt von Martina Behm. So, den nehme ich jetzt einmal ab. Trinke aber noch mal einen Schluck. Ist wirklich nötig. Und dann ziehe ich meinen Kaul über. Es widerstrebt mir so ein bisschen, Kaul zu sagen, weil ich habe also lieber die deutschen Wörter, aber das ist halt so heute. Ist alles ein bisschen anders als früher, aber man passt sich ja an. Aber wenn ich drüber nachdenke, dann benutze ich immer sehr gerne auch deutsche Wörter, damit unsere deutsche Sprache nicht verloren geht. Also dieser Kragen nach meinem Entwurf. Also teilweise habe ich schriftlich niedergelegt, was ich stricke, aber teilweise habe ich es auch einfach nach Gutdünken gemacht. So, und zwar habe ich den gestrickt, das hatte ich euch ja schon gesagt, aus dieser Wolle von Mondial, von der ich jetzt noch 8 Gramm übrig habe. Und dazu genommen habe ich einen Zauberball von Schoppelwolle von sechsfädigem Sockengarn. Und zwar die Farbe hat den Namen Lockstoff. Also wie es auch immer dazu kommt, erinnert vielleicht an die Blüten im Frühjahr, die die Insekten anlocken, also Lockstoff. So, von dem Garn habe ich hier für diesen Kragen so etwa 50 Gramm gebraucht. Also auf diesem Zauberball sind 150 Gramm und ich habe mal nachgewogen. Es ist also ein bisschen weniger als 50 Gramm. Dann habe ich ja hier auch ein weiteres Kontrastgarn benutzt und das ist ein Sockengarn von Aldi, das ich schon mal vor einiger Zeit erstanden habe. Und zwar hat es einen hohen Anteil an Baumwolle. So, und die Muster, ja, eins, zwei rechts, zwei links. Dann hier Vereilmuster, hier auch. Und hier ein Noppenmuster. Und wie ich es genau gemacht habe, das habe ich eben aufgeschrieben und halte euch gleich die Anleitung in die Kamera, sodass ihr euch einen Screenshot machen könnt. Also ich erkläre aber mal, wie ich den Anfang überhaupt gemacht habe. Man weiß ja oft nicht, wie viele Maschen man anschlagen muss. Und da habe ich mir die Anleitung von Thorsten Duit, der diese Raglan von oben Pullis eben entworfen hat. Von dem habe ich mir den Raglan-Rechner hochgeladen und habe erst einmal eine Maschenprobe von diesem Garn gestrickt, sodass ich also wusste, wie viel Maschen ich für den Halsausschnitt
Da muss man den Halsausschnitt, den muss man messen. Dann gibt man die Raglan-Linie ein. Hier gibt es ja kein Raglan, spielt also da keine Rolle. Habe ich einfach nur zwei Maschen angegeben und habe dann eben nach diesem Rechner ausgerechnet, wie viele Maschen ich im Laufe des Strickens zunehmen musste, damit dieser Kragen auch nachher über die Schulter passt. Ich lege den hier lieber nach innen, dann hat man nämlich genau hier diesen schönen Alpaka-Teil hier am Hals und der wärmt ja besonders, obwohl diese Wolle hat ja auch einen hohen Wollanteil und also ist schon auch super. Ja, dann habe ich, wie gesagt, zwei rechts, zwei links gestrickt, habe immer zwischendurch Maschen zugenommen und ich habe dann mit zwei rechts, zwei links aufgehört. Und zwar deswegen, weil diese zwei rechts, zwei links Muster, die rollen sich nicht nach oben. Wenn man also mit rechts aufhört, dann läuft man Gefahr, dass der Kragen sich so nach oben rollt. Und ich habe den Kragen hier nicht geblockt. Ich möchte da nicht drüber bügeln. Und ja, ich habe nicht viel Zeit gehabt auch dazu. Vielleicht werde ich ihn mal spannen, werden ein bisschen anfurchten. Aber ich halte es eigentlich gar nicht unbedingt für nötig. Ich kann mich übrigens gar nicht erinnern, dass meine Mutter jemals irgendwelche Strickstücke geblockt hätte. Also das war früher bei ihr nicht üblich. Aber ich sehe das ja immer bei den anderen Podcastlern und vor allen Dingen in den Anleitungen wird das ja ganz oft angegeben und ja, bei manchen Sachen mache ich es auch, gerade so bei Tüchern, da ist das schon sehr schön, dann, wenn es gespannt ist, dann sieht man einfach auch, dass das Maschenbild sich etwas verändert. Ja, wenn euch dieser Kragen hier gefällt, dann macht euch einen Screenshot. Also ihr müsst jetzt die Kamera dreimal bereithalten, denn ich habe das auf drei Seiten handschriftlich geschrieben. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Also, macht euch jetzt einen Screenshot. Das ist die Seite 1. So, dann geht es weiter mit der Seite 2. Insgesamt waren es nämlich 62 Runden. Und da habe ich Runde für Runde aufgeschrieben, was zu machen ist. Also das ist jetzt die Seite 2. Da könnt ihr euch jetzt ein Foto machen. Und für das Vereilmuster, das habe ich mit meinem Computerprogramm designt. Und zwar, ja, so wie ich Lust und Laune hatte. Da macht ihr euch jetzt einen nächsten Screenshot. So, das ist also genau hier diese Passe. Also ich habe mir so überlegt, das wäre auch sehr schön als Pullover. Aber ich habe es immer gerne mit Kragen. Ich kaufe mir auch gerne mal Pullover wie den hier. Und dann, ja, je nachdem, welchen Kragen man da drauf zieht oder welches Tuch, sieht das auch immer mal wieder anders aus. So, das dazu. Jetzt fragt ihr euch, ach so, das will ich jetzt auch sagen. Bis jetzt habe ich ja in den letzten Wochen, und zwar in einigen Wochen, habe ich immer den Handschuh gezeigt für den Advents Kalender von Jennifer Ruschinski. Heute gibt es keinen.
denn ich habe den Handschuh noch nicht gestrickt, werde das aber morgen tun. Denn, deswegen nehme ich auch heute Abend auf, morgen bin ich unterwegs, habe also auch keinen Live-Chat, denn meine Schwägerin, die wird 70 und wir fahren morgen früh schon in aller Frühe mit dem Zug erst einmal nach Köln, steigen dann um in eine Regionalbahn Richtung Rheine. In Schwelm steigen wir noch einmal um in einen Bus, der uns dann in einen kleinen Ort bringt, in dem meine Schwägerin wohnt. Ja, und dann in der Zeit, wenn hier das Video ausgestrahlt wird, dann sitzen wir bei einem hoffentlich, denke schon, leckeren Abendessen in einem netten Hotel, in das meine Schwägerin eingeladen hat. Ja, wunderschön, ich freue mich darauf. Erstens mal auf die Zugfahrt, da habe ich wieder viel Zeit zu stricken und da werde ich auch an meinem Adventkalender weiter stricken. Ich werde also einen Handschuh stricken. Bei der Hin- und Rückfahrt wird das mir gelingen. Wir übernachten allerdings dort und kommen dann eventuell am Samstag oder am Sonntag zurück. Ja, und aus dem Grund, wie gesagt, auch mein Video heute Abend, obwohl ich wirklich nicht mehr sehr frisch aussehe. Denn ich musste heute Morgen auch ziemlich früh raus, denn wir hatten heute den Reifenwechsel an unserem Auto. Und ja, da war der Termin, ja, ich schäme mich fast, es zu sagen, aber der war um 11 und ja, bis 11 Uhr für mich fertig zu werden, das ist schon eine kleine Aufgabe, denn ich schlafe morgens immer sehr gerne, etwas länger, denn nachts werde ich häufig wach und ja, ich habe mir angewöhnt, dann ganz oft irgendwelche Podcasts zu schauen. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr gesund ist, aber normalerweise stört es mich überhaupt nicht, denn ich habe ja morgens Zeit auszuschlafen. Und mein Mann, der schaut abends immer gerne Fernsehen, der kommt also auch nicht allzu früh ins Bett. Insofern genießen wir es, dass wir morgens später aufstehen können, obwohl wir ein Leben lang Frühaufsteher waren. Aber jetzt im Ruhestand drängt uns ja niemand. Und wenn wir dann aufgestanden sind, dann frühstücken wir in Ruhe. Und dann gibt es für mich immer ein Frühstücksstricken. Jeden Morgen. Also ich nehme mir immer irgendetwas herbei und stricke und lasse mich in keinster Weise stören. Mein Mann, der schaut sich dann ganz oft schon die Frühnachricht, was heißt früh, früh ist es ja nicht, aber die Morgennachrichten an, die höre ich dann auch mit. Naja, das ist so unser Ablauf am Morgen. Und morgen müssen wir einfach früh aufstehen. Und heute Morgen war es genauso, Reifenwechsel. Ja. Jetzt fragt ihr euch, was habe ich diese Woche noch gemacht? Also, ich hatte diese Woche mal ein paar Tage, hatte ich einfach mal den Mut, so ein paar Veranstaltungen abzusagen. Also, mir war in der vorigen Woche aufgefallen, dass ich durch diese vielen Verabredungen, die ich in der Woche hatte, richtig gestresst war. Und aus dem Grund habe ich dann abgesagt am Sonntag, da wollten wir mit Freundinnen die Kreativa in Koblenz besuchen. Dann habe mir überlegt, muss ich dorthin? Nein, also ich habe ja wirklich genug Wolle im Stash, ich habe genug Stoffe und ich habe es einfach genossen, am Sonntag mal zu Hause zu bleiben. Zwischendurch waren wir mal ein bisschen spazieren. Also ich hatte gar keine Lust, jetzt zu dieser Veranstaltung zu gehen. Ja,
am Samstag, da hatte ich auch eine Verabredung, die musste ich allerdings absagen. Also samstags gehen wir öfter mal schwimmen und da hatte ich das Gefühl, ja, es kratzt mir so ein bisschen im Hals. Also habe ich auch den Samstag zu Hause verbracht und insofern konnte ich recht kreativ sein. Denn ich war ja nicht richtig krank, sondern hatte ja nur ein leichtes Kratzen. So, und was lag näher, als schon mal darüber nachzudenken, welche Weihnachtsgeschenke man braucht. So, und da war mir vor kurzem, da hatte ich mit meiner Schwester ihre Kollegin besucht und dann, wir haben bei ihr Kaffee getrunken und dann habe ich die Tassen bei ihr in die Küche getragen und da ist mir aufgefallen, dass sie wunderschöne Topflappen da hängen hatte. Und dann habe ich überlegt, ja, das sind Topflappen, die habe ich schon als Kind gehäkelt. Allerdings waren sie damals in einer anderen Farbstellung. Wir hatten damals das Schulgarn, weißes Schulgarn, und dann wurden die Topflappen gehäkelt in so einer ganz bestimmten Form, in so einer Rautenform, und sie wurden dann entweder mit rotem Schulgarn oder ja, allenfalls mal mit blauem Schulgarn umhäkelt. Ja, und die Kollegin, die hatte jetzt also die gleiche Form der Topflappen da hängen. Allerdings hatte das Garn, das sie verwendet hatte, hatte andere Farben. Das war ein buntes Garn. Und dann habe ich mir überlegt, ich hatte euch ja im Sommer gezeigt, dass ich solche Granny-Taschen gefertigt hatte und da gab es ja noch so ein bisschen Baumwolle, die übrig war. Und zwar einmal die Wolle von Twister, Baumwolle. Jetzt war mir diese Twister-Baumwolle, die war mir zu dünn. Und zwar hat die nämlich hier 50 Gramm, haben 125 Meter Lauflänge und die war mir einfach zu dünn. Die Wolle ist aber sehr schön glänzend, also weil sie merzerisiert ist und gasiert. Und dazu hatte ich dann noch ein Verlaufsgarn. Das hatte ich auch in einem Supermarkt gekauft. Da weiß ich aber leider, da habe ich die Banderole nicht mehr. Und dann habe ich einmal dieses Twistergarn in Braun genommen und das Verlaufsgarn in Grün. Dann hatte ich noch ein bisschen von dem Twistergarn in Fliederfarben und dann habe ich dieses Paar Topflappen gehäkelt. Schaut mal. Also hier mit diesem Rippenmuster. Man fängt hier oben an, macht so einen Ring mit Luftmaschen, dann häkelt man immer hin und her. Hier in der Mitte werden drei feste Maschen gemacht statt einer und man sticht immer hinten ein. So, und ich finde, das ist einfach was Besonderes und die werde ich sicher zu Weihnachten verschenken. Wenn es euch interessiert, wie diese Topflappen gehäkelt werden, ich habe es mir notiert. Ich habe es also auswendig gemacht, so wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich finde, sie sind ja wirklich gut gelungen. Und ich habe es aber dann aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, der eine oder andere Zuschauer, der ist vielleicht daran interessiert, dafür eine Anleitung zu bekommen. Und die Anleitung, die habe ich, wie gesagt, aufgeschrieben. Und wenn es euch interessiert, dann schreibt es mir in die Kommentare, denn ich lese alle Kommentare, obwohl ich nicht alle beantworte, nur bei dringenden Fragen, also zur Wollqualität oder zur Wollfarbe oder ja, also solche Fragen beantworte ich.
Und wenn ihr jetzt in die Kommentare schreibt, dass ihr gerne eine Anleitung haben möchtet für diese Topflappen, dann bin ich gerne bereit, im nächsten Podcast nächste Woche euch die Anleitung in die Kamera zu halten, und so dass ihr euch dann auch einen Screenshot machen könnt. So, was habe ich jetzt noch gemacht? Also, an Weihnachten gedacht. Und da habe ich mir überlegt, dass ich ein paar Weihnachtskarten herstelle. Und zwar hatte ich mal vor vielen Jahren eine geschickt bekommen von einer Quiltfreundin, und die hatte mir so gut gefallen und die habe ich nachempfunden. Und zwar war das eine Karte mit einem gepatchten Tannenbaum und auf der Karte war ein Rentier angebracht. Ja, also solche Rentiere, wie sie da hatte, habe ich nirgendwo gefunden. Aber diese Woche im Globus fand ich jetzt auch Rentierköpfe in Holz, also, und die habe ich dann gekauft und habe dann die Karten hier hergestellt. So, wie ich die genau gemacht habe, das sind also Faltkarten. Hier kann man sie also beschriften. Also ich habe jetzt so ein Rechteck ausgeschnitten aus Ronner. Ronner, das ist so ein Schabrackenvlies. Und dieses Rechteck habe ich mit Stoff bezogen. Das heißt, ihr seht es hier an der Naht. Ich habe also den Stoff drüber gelegt, hier den Sternchenstoff, habe es nach hinten geklappt und habe dann hier mit der Naht außenrum habe ich den Stoff befestigt. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 Dreiecke aus grünem Weihnachtsstoff geschnitten, habe die 4 Dreiecke auf auf den Hintergrund platziert, habe dann die Dreiecke mit einem einfachen Geradstich, allerdings mit einem etwas glitzernden Garn angenäht. Hier gab es noch einen Reststoff, der ist schwarz-lila, da habe ich so einen kleinen Baumstamm geschnitten, also einfach ein Rechteck, auch festgenäht, und habe dann den Knopf, hier den Sternknopf drauf geklebt und eben hier unten dieses Rentier. Also ich finde jetzt die Idee mal ganz nett, ist mal was anderes. So, von diesen Tannenbäumchen habe ich insgesamt 3 hergestellt. Hier mal mit einem ganz anderen Hintergrundstoff. Hier oben hatte ich noch so ein Keramikblümchen. Ihr seht die Dreiecke, die habe ich wirklich ja, frei einfach geschnitten nach Gutdünken, also ohne irgendwelche Vorlagen. So, und hier habe ich als Hintergrund, habe ich jetzt hier so einen Stoff mit Leinenstruktur, fand ich jetzt auch sehr schön. Dann gab es noch einen roten Weihnachtsstoff. Ach, hier ist noch ein, also das ist auch noch eine andere Karte. Und ihr seht andere Stoffe, auch mit dem Tannenbaum. So, dann gab es einen roten Weihnachtsstoff. Den habe ich dann genommen und habe einen Stern kreiert. Und zwar ist dieser Stern, der ist geschnitten aus 2 gleichseitigen Dreiecken. Hat ein bisschen länger gedauert bei mir. Ich hatte so eine Vorstellung und dann habe ich immer überlegt, welche Dreiecke kann man noch zu einem Stern zusammenlegen. Also ja, nach langem Überlegen ist es mir dann eingefallen. Ja, und dann habe ich einfach so ein Karoherzchen drauf genäht. Also wie gesagt,
Es sind einfach nur zwei gleichseitige Dreiecke, die übereinander gelegt werden und die geben dann die Sternform. Allerdings habe ich dann hier die ganzen Nähte, also wo diese beiden Dreiecke sich treffen, die habe ich dann umnäht mit diesem Glanzgarn. Ich zeige es mal ein bisschen näher, vielleicht. Nee, man sieht es nicht. Ich dachte, man könnte es vielleicht erkennen. So, und dann hatte ich einen sehr modernen Stoff noch. Da habe ich jetzt, hier war eine grüne Karte dabei. Ist auch verrückt, ne? Dieses grelle Grün mit dem Rot. So, und dann habe ich noch einen Weihnachtsstoff gehabt mit Kugeln und Sternen. Und da habe ich einfach nur dieses Schabrackenvlies bezogen, auch hier mit diesem Glitzerfaden aufgenäht. Ja, und habe dann Pappe bedruckt, also am Computer, und habe dann mit einer Stanze das einfach ausgestanzt. Ja, und aufgeklebt. So, jetzt habe ich also, ich habe jetzt genügend Weihnachtskarten. Wenn ihr Interesse daran habt, bin ich gerne bereit, auch mal eine Anleitung für solche Karten hochzuladen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich kann es einfach immer nur sagen, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß ja nicht, ob es euch interessiert. Also da bin ich ein bisschen ratlos und ich will mir ja nicht die Arbeit machen, wenn dann nachher es niemand interessiert und die Videos werden nicht angeschaut. So, jetzt überlege ich gerade mal, an welchem Tag. Am Dienstag kam meine Freundin und wir haben einen kleinen Puppenworkshop gemacht. Ja, also sie hatte sich zu Hause mehrere Videos angeschaut, wie man solche Puppen herstellt, aber sie hat es nicht neu, sie hatte also schon mehrere Puppen hergestellt und sie kam dann am Mittwoch, vielmehr am Dienstag nachmittags zu mir. Und wir haben kleine Püppchen hergestellt. Das hat ganz viel Freude gemacht. Meine Puppe, also beide hatte ich bei Instagram hochgeladen und gepostet. Und meine, die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist also die Puppe von Anfang an selbst gemacht. Meine Freundin hatte diesen Jersey-Stoff mitgebracht. Dann wurde der Körper, die Beine, die Arme genäht, der Kopf, ja, und das Püppchen wurde angezogen. Ja, das findet jetzt nachher eine Verwendung. Später, das wird eine kleine Überraschung für euch. So, und heute war ich, nicht heute, gestern, Mittwoch, war ich bei meiner Patchwork-Gruppe. Ich trinke noch mal. Prost Tee. Und in dieser Patchwork-Gruppe gibt es eine Kiste, da befinden sich sehr, sehr viele Zeitschriften drin. Und zwar schon uralte. Und dort fand jetzt eine meiner Patchwork-Freundin fand eine Zeitschrift, in der solche Püppchen gezeigt wurden. Und da gibt es auch eine Anleitung. Ich zeige euch mal die Zeitschrift. Es war eine für sie. Die Ausgabe, es ist das Heft Nummer 226. Also der Preis, das ist noch ein D-Mark-Preis, muss also vor 2000,
Wann wurde der Euro eingeführt? 2000 oder 2002? Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Also die Zeitschrift gab es noch zu D-Mark-Preisen. Und ich zeige euch jetzt hier mal die Püppchen. Und ich bin sicher, dass ich im Laufe der nächsten Zeit noch mal Püppchen herstellen werde. Ja, gibt ja immer Kinder, die man beschenken kann. Und jetzt kommen wir also auch zu meinem letzten Thema. Und zwar möchte ich heute noch mal sehr gerne etwas verlosen. Und zwar kennt ihr ja alle kleine Kinder. Wenn man sie mit in die Kirche nimmt, fangen sie an zu quengeln. So war das früher schon. Und früher hat man solche Kirschenbeutelchen genäht. So, heute kann man diese Kirschenbeutelchen auch, außer in die Kirche, noch irgendwo anders hin mitnehmen. Also, es gibt ja viele Mütter, die müssen ihre Kinder mitnehmen, weil sie niemanden haben, der sie beaufsichtigt, und sie nehmen sie mit zum Arzt, sie nehmen sie mit zum Friseur, sie nehmen sie mit zu einer Freundin oder zu irgendwelchen Verabredungen. Und dann ist es immer sehr lästig, wenn die Kinder anfangen zu quengeln. Und da ist es gut, wenn man für die Kinder etwas dabei hat. So, und in der Kirche früher war es ja so, man hat ja keinen Tisch dort gehabt, und so ist das ja auch oft in Arztpraxen. Da findet man keinen Tisch, wo das Kind was malen könnte. Und da finde ich diese Beutelchen, die finde ich ganz hervorragend. Jetzt habe ich so ein Beutelchen genäht. Das könnte man für das Kind mitnehmen. Und ihr werdet euch wundern, was sich in diesem Beutelchen alles befindet. Also, zunächst befindet sich dort ein Stückchen Schaumgummi, soll eine Matratze sein. Dann befindet sich eine Wolldecke, das soll über die Matratze gelegt werden. Außerdem befindet sich ein Kopfkissen. Das wird also auf die Matratze, auf die Decke gelegt. Und es befindet sich eine schöne Zudecke. So. Das Ganze, dieses Kirschenbeutelchen, ist also im Grunde ein Puppenbettchen. Wenn man also ein kleines Püppchen hat, so wie ich hier, Püppchen ist leider noch nackig, dann kann man dieses Bettchen hier in das Beutelchen reingeben, und das Kind hat die Möglichkeit, mit dem Püppchen zu spielen. So, und dieses Kirschenbeutelchen, ohne Püppchen allerdings, das Püppchen gebe ich nicht gerne her, es ist nämlich ein Schildkrötpüppchen und da kommt man gar nicht so leicht dran, aber vielleicht habt ihr ein kleines Püppchen, das ihr in das Beutelchen geben könnt, und dieses Kirschenbeutelchen, das also für andere Zwecke auch benutzt werden kann, nicht nur für den Kirschgang, das also Bettchen ist, das Beutelchen mit der Matratze, der Decke, der Zudecke, dem Kissen, dem Kopfkissen ohne Püppchen möchte ich gerne verlosen, und zwar unter den Leuten, die kleine Kinder beschenken möchten. Vielleicht selber nicht nähen können, die aber kleine Kinder beschenken. Sei es das Nachbarkind oder sei es das Enkelkind, das eigene Kind. So, und wer dieses Kirschenbeutelchen hier gewinnen möchte, dieses Bett
Beutelchen, der schreibt in die Kommentare einfach nur das Wort Beutelchen. Denn Kirschenbeutelchen wäre zu viel, dann hört es sich so an, als ob man es nur in die Kirsche mitnehmen könnte. Aber das Beutelchen, das ist ja auch für andere Zwecke bestimmt. Macht jedenfalls keinen Krach, wenn Kinder damit spielen. Vor allen Dingen kann man dem Kind sagen, pass mal auf, du musst ganz leise sein, dein Püppchen schläft nämlich und will nicht gestört werden. Man kann also das Kind ein bisschen zur Ruhe erziehen. Also ich merke das ja sehr oft, wenn ich irgendwo bin, wenn Kinder sind, die fangen irgendwann alle an zu quengeln und die Mütter, die sind oft hilflos. Sie kriegen die Kinder einfach nicht beruhigt. Ja, und wie man Kinder beruhigt, das weiß ich. Ich kenne da was von. Erstens mal habe ich 3 Enkelkinder gehabt, ein eigenes Kind. Meine Schwester habe ich als Kind ja sehr oft gehütet, weil sie sehr viel jünger ist als ich. Ich weiß also, wie man Kinder zur Ruhe bringt. Mit so einem Beutelchen, mit einem Bettchen. Und man kann dem Kind dann erzählen, wie es mit dem Püppchen im Bettchen umzugehen hat. Man kann das Kind auch bitten, dass es das Bettchen mal umräumt. Außerdem könnte man ja auch noch andere Spielsachen, die keinen Krach machen, in das Beutelchen geben. Ich denke, ihr macht irgendeinem Kind damit eine Freude. Und wer es gewinnen will, der schreibt einfach in die Kommentare Beutelchen. Ja, ich wollte dieses Püppchen nicht so gerne mitverlosen, weil ich es für einen anderen Zweck brauche. Aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob ich es schaffe bis zur nächsten Woche, falls ich noch ein Püppchen ja, finde, das jetzt hier Platz hat in diesem Beutelchen. Dann. Aber ja, ihr findet vielleicht auch selbst eins. Also, ich will euch da nicht zu viel versprechen. So. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und verabschiede mich wieder mit meinem Kärtchen. Haltet durch, es ist bald wieder Freitag. Eure Elisa. Bis nächste Woche. Tschüss.